Ja, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher von ATV Fernsehen, 2017, es war ein turbulentes Jahr, ein ereignisreiches Jahr, aber für die Stadt Knittelfeld ein durchaus sehr erfolgreiches Jahr 2017. Wir hatten ein sehr vieles an Betriebsneueröffnungen. Die Innenstadt wurde durch viele Events belebt. Die Gemeinsamkeit in der Stadt, im Gemeinderat mit Tourismus, Handel, Wirtschaft ist ein gemeinsames Ganzes und wir haben ein Ziel und das Ziel ist weiterhin in die Zukunft, für die Zukunft, für Sie diese Stadt weiterzuentwickeln. Somit verbleibt mir Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest und eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. Ihr Gerald Schmidt. Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, liebes kulturbegeistertes Publikum. Ein Jahr neigt sich dem Ende zu. Viele besondere Highlights im Kulturhaus Knittelfeld durften wir Ihnen bieten. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und freue mich schon auch für das Jahr 2018, dass ich Sie hier im Haus in Knittelfeld begrüßen darf. Ich wünsche Ihnen ein frohes, besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und für 2018 viel Glück, Gesundheit und Erfolg. Ich darf Ihnen heute im Namen der ÖVP Knittelfeld wunderschöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen. Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns und wir wissen, dass das nächste Jahr nicht minder spannend wird. Wir dürfen und ich darf Ihnen heute versprechen, dass wir wieder im Sinne aller Knittelfelderinnen und Knittelfelder arbeiten werden und das Beste für Sie erreichen werden. In diesem Sinne genießen Sie die Feiertage im Kreise Ihrer Familie und mögen alle Ihre Vorsätze fürs nächste Jahr in Erfüllung gehen.